Leg eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf deine Brustkorbmitte und wir atmen erstmal noch langen, tiefen Atem. Das heißt, du atmest ganz tief ein, immer durch die Nase ein und aus. Und du weitest dich aus, du dehnst dich aus, dein Bauch geht nach vorne, dein Brustkorb erhebt sich, wenn du einatmest. Und alles sinkt wieder zurück, wenn du ausatmest. Noch einmal tief ein und aus. Und dann löst deine Hände und reibst sie kräftig. Platziere sie in der Mitte von deinem Brustkorb. Richte die Wirbelsäule bewusst aufs Kinn, so ein bisschen ran zum Hals hin. Und für die Einstimmung atme tief ein zu Beginn. Om Namo Gurudev Namo Atme ein, atme aus und leg dann beide Hände auf deinen Bauch hin zu deinem Kind. Und wir praktizieren zuerst Siddhali Pranayama, der kühlende Atem. Und dafür bring deine Zunge in so einen gerollten Hufang. Und wenn das nicht geht, dann die Zunge ein bisschen raus und atme durch die Zunge, durch den Mund, lang und tief. Ein und aus. Dieser kühlende Atem, der ist wunderbar. Wenn es jetzt so schwül, drückend ist, dann nutzt es einfach eine Minute nach Gefühl, brauchst keine Uhrzeit stellen. Kannst du das nutzen? Das kannst du beim Autofahren machen, wenn du an der Ampel stehst oder wo auch immer. Es passt.
Atme ein letztes Mal tief ein und aus. Und dann löse sanft deine Hände. Trink erstmal einen Schluck und dann werde man ein bisschen Übungen im Stehen machen. Und auch langsam mit dem Hochgehen. Und dann stellst du dich quer auf die Matte mit den Füßen ein bisschen breiter. Also nicht ganz gegrätscht, aber ein bisschen breiter. So, du bringst deine Hände auf die Schultern, die Ellenbogen sind da oben in Schulterhöhe. Und du beginnst dich zu drehen mit dem Einatmen. Dreh dich leicht nach links. Mit dem Ausatmen leicht nach rechts. Also übertreib es mit dem Körper nicht. Mit dem Kopf kannst du so weit wie möglich hinter dich schauen. Beweg dich langsam. Ich mache gerade noch die Tür zu. Und ein letztes Mal nach links und rechts. Und dann löst die Hände, bringt die Arme nach oben und dann beugt die Knie und schwingt kurz von über den Oberkörper, bringe den Kopf. Schmeiß die Arme so ein bisschen hinter dich, dass der Brustkorb sich ein bisschen anhebt. Noch zweimal. Und dann lass los, schüttel kurz die Beine, gerade so ein bisschen weg, als würdest du es wegkicken. Und dann stellst du dich wieder hin, die gleiche Abstandsgröße etwa. Und dann nimm deine Hände, eine Hand vorne an den unteren Bauch, eine Hand genau gegenüberliegend hinten am Rücken. Und dann kreise, kleine Kreise aus dem Unterleib heraus. Und du atmest durch die Nase lang und tief. Wenn du vorne rumgehst, schieb ein bisschen den Unterleib vor, um die Leisten gegen zu dehnen. Sadhguru,
Kreis noch einmal in diese Richtung. Wenn du vorne bist, halte kurz inne. Und mit dem nächsten Einatmen dann kreis in die Gegenrichtung. Genau, könnt auch die Hände wechseln, wenn du magst. Schließ deine Augen, lass dein Unterkiefer runtersinken. Spür ganz bewusst rein in den Mund. Lass die Zunge runtergehen. Und dann kreis die letzten zweimal. Und löse in der Mitte wieder auf. Löse sanft deine Hände. Und mach wieder die gleiche schwingende Bewegung wie gerade vorhin, wo ich die Arme wieder so hochwerfe. Kniebeugen, von übergeben. Noch zweimal. Und dann bleib kurz stehen, spür in dich hinein, lass die Arme abhängen. Bring deine Füße ein bisschen zusammen, du kannst einfach so Schritt für Schritt ein bisschen näher kommen, bis die Füße frei sind. Und dann kneif mal deine Zehen und bring deine Hände in Fäuste und dann spreiz die Zehen, spreiz die Finger und das wiederholen. Kneife, kneife, spreizen, spreizen. Auch eine wunderbare Übung, wenn man irgendwo steht und wartet. Ja, man muss ja heute mehr warten als früher. Nicht, dass ich mich darüber beschwere. Es entschleunigt ja auch einiges, gell? Das hat ja alles auch seine mehreren Seiten. Und wenn du stehst, also beim Stehen ist ja oft so, dass man so denkt, ah, dann juckelt mal auf den Beinen rum, auf den Füßen rum und dann kannst du sowas machen. Und wenn du nicht willst, dass es jemand mitkriegt, dann machst du noch mit den Zehen. Noch einmal. Dann lass die Hände wieder los und dann kipp die Füße nach außen auf die Außenkante, ohne dass du mit den Füßen auseinander gehst. Und dann kipp nach innen, auch ohne, dass du die Füße irgendwie rüber und rüber bewegst. Außenkanten, Innenkanten. Und das wiederhol. Noch zweimal. Bleib immer einen Hauch stehen auf der jeweiligen Kante. Okay. Und zuletzt stehe dich jetzt auf die Zehen. Und geh wieder runter. Und das wiederhol. Schau, dass du stabil genug bist. Kannst auch die Hände, die Arme ausstrecken, die Hände vorne bringen. Und fixier auf jeden Fall den Boden. Dann fällt es leichter, in der Balance zu sein. Und spür mal, wie das in der unteren Rücke geht. Ja? Spürst du das? Wenn du oben bist? Macht nichts. Macht nichts. Das ist der berühmte Bereich, der auch dann wehtut, wenn man viel hohe Schuhe trägt. Ja? Also auch wenn er das nicht spürt, da zieht es quasi, oder da ist der Impuls. Und dann lauf kurz auf der Stelle, bewege ein bisschen den Po hin und her, einfach so ganz schön, ganz locker. Und dann nimmst du die Schultern mit dazu. Ganz
dann lass los, schüttel die Beine wieder kurz aus, so als würde ich was wegkicken. Und dann stellst du dich ein bisschen mehr als hüftbreit hin und machst die Knie gebeugt. Wir machen die Kamelritter oder Katze-Kuh-Bewegung. Beides passt vom Begriff her. Und zwar mit dem Einatmen. Ja, du stützt dich auf den, genau, auf den Oberschenkeln auf. Mit dem Einatmen geh in die Biegung, ins Hohlkreuz, Kopf nach oben. Und mit dem Ausatmen mach den runden Rücken, bring das Kinn zum Brustkorb, Becken kippt nach vorne. Und beweg dich in dem Spielraum, den du hast, aufgrund von deiner Bauchgröße. Versuch aber in dieser Beugung stehen zu bleiben, die ganze Zeit. Einatmen, Hohlkreuz, ausatmen, runter. Schieb den Po weit raus, spür die Dehnung, Ischias Nerv. Richtig da reindrücke in den Po. Letztes Mal auf und ab und dann langsam richte dich auf, bleib stehen, Knie leicht gebeugt und kreis deine Hände, deine Handgelenke in eine Richtung und dann in die andere Richtung. Dann lass los, locker. Und dann kommst du erstmal nach unten zum Sitzen in die einfache Haltung. So, merkt ihr, wie es schwül wird? Puh, meine Güte. Dann werden wir gleich noch einmal den kühlenden Atem praktizieren. Gibt es irgendwas, irgendeine Körperregion, wo du sagst, da hätte ich jetzt gern besonders viel gemacht? Oder besonders gut? Ja. Also praktisch Brustwirbelsäule, ja, bis hoch in den Nacken. Okay, gut. Also ich hatte es ja schon den ganzen Tag so arg, dass ich wie so in einer Wand war. Ich weiß nicht, ob du das sagst. Ja. Ja. Weißt du, das ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon mal gesagt habe. Ich habe so ein Beispiel, es gibt kein besseres, wo es so anschaulich macht, der Gartenschlauch, wenn der abgeknickt ist. Ja. Und wenn der wieder aufgeht, dann läuft es. Also ja? Hier, wenn man genug ankommt. Genau. Und das ist auch das Ziel vom Yoga, dass genug ankommt, damit du klar bist, damit du präsent sein kannst in deinem Alltag auch. Ja, also das ist mit das Ziel, ja. Also dass es Birnle da oben angeht. immer Leuchtungssinne, wie auch immer. Ja, weil dann bist du auch in deiner Klarheit mit dem, was du brauchst, was du willst. Ja, auch später, wenn du Kinder hast, wenn sie auf der Welt sind, ja, da braucht es eine Präsenz. Und die Kinder holen einmal, ja, die zwingen einmal dazu. Und du kannst nicht ausweichen. Ne? Und diese Verspannungen, die kommen aus so vielen Gründen. Ja, da gibt es also echt ein riesen Spektrum, warum, weshalb, wieso. Aber das machen wir gleich. Wir fangen an mit dem Schulternziehen. Mit dem Einatmen ziehst du deine Schultern Richtung Ohrläppchen. Und mit dem Ausatmen lass wieder absinken. Einatmen hoch. Ausatmen runter. Hände liegen auf dem Knie. So, ein letztes Mal hochgehen mit der Einatmung, bleib da oben, atme weiter jetzt.
Atme ein und zieh noch ein bisschen weiter hoch. Atme, bleib da oben, Hände hängen ganz locker, du stützt dich nicht mit den Händen auf. Einatme, noch einen Schluck mehr, ausatme, lass absinken. Und dann bring deine Hände links und rechts von deinem Gesäß. Und dann schieb mal dein rechtes Ohr zur rechten Schulter. Drück die linke Hand bewusst Richtung Erde. Und dann wechsel. Dann gehst du mit dem Kopf nach links zur Schulter, drückst die rechte Hand Richtung Erde, die Handfläche Richtung Erde. Und es wiederhole. Und versuch gleichzeitig in den Schultern locker zu bleiben. Ein letztes Mal nach links und nach rechts. Den Kopf dann zur Mitte und kreis mal kurz deine Schultern. Locker ein bisschen. Und dann leg die Hände wieder platziert links und rechts und schau, dass die Handinnenflächen nach unten gedrückt werden. Du bringst deinen Kopf jetzt nach links, also ins Aufrechte nach links zur Schulter und dann machst du eine Bewegung mit dem Kinn am Brustkorb entlang zur rechten Schulter und das wiederhole. Geh den Weg wieder zurück und versuch die Hände immer wieder einen Hauch Richtung Erde zu drücken. Noch einmal. Richte den Kopf dann wieder in der Mitte auf. Löse wieder die Hände und kreise wieder die Schultern. Jetzt kreise sie viermal von vorne nach hinten. Dann viermal von hinten nach vorne. Und dann lass wieder los, wieder die Hände seitlich platzieren. Und dann schaust du nach links, also wieder mit aufrechtem Kopf nach links zur Schulter. Und dann machst du jetzt quasi einen Bogen mit deinem Blick. Ich zeige es mal vor. Du schaust quasi so oben herum Richtung Himmel und dann landest du auf der rechten Schulterseite. Ja? Also du gehst nicht ganz in den Nacken, sondern nur so einen Hauch in den Nacken. Schau und geh zur anderen Seite. Einatmen kannst du nach rechts. Ausatmen nach links. Genau. Lass den Mund ganz locker. Und auch hier gibt es wieder eine Verbindung nach unten bis ins Gesäß. Ein Impuls auf die Wirbelsäule. Ein letztes Mal.
nach rechts und wieder links zurück. Und dann löse. Und dann löse mal deine Position. Locker deine Beine. Beweg sie nach innen und nach außen. So ganz komplett, genau. Noch zweimal rein, raus, rein, raus. Und dann locker dich. Locker nochmal kurz ein bisschen die Schultern. Und dann bringe ich die Füße wieder ran und wir machen den Kamelritt. Die Bewegung vor und zurück, die Hände, bring einfach auf, die Knie sitzt ruhig aufs Kissen und du bewegst dich auf und ab, wir berühren dadurch die ganze Wirbelsäule. Einatmen nach vorne, oben ins Hohlkreuz, ausatmen in den runden Rücken und der Kopf schaut die ganze Zeit nach vorne ausgerichtet. Und spüren die Brustwirbelsäule. Und zieh wirklich enorm die Schultern, die Ellenbogen nach hinten, um den Brustkorb zu stimulieren, Spannung zu lösen. Wiederhol noch zweimal. Richte dich in der Mitte auf. Mit dem nächsten Einatmen zieh die kleine Wurzelschleuse, zieh die Muskulatur um Anus und Geschlechtsorgane in dich hinein, mehr und mehr. Und ausatmen, löse, 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 nach und nach wieder, bis du vollständig ausgeatmet hast. Und das wiederhole. Noch zweimal zieh die kleine Schleuse. Und dann lass wieder los, wechsel den Sitz, wenn du kannst. Wenn das geht für dich, setz dich jetzt in den Fersensitz und sonst bleibst du in der einfachen Haltung. Und wir machen wieder diese Bewegung vom Kamelritt. Und du merkst jetzt, mach die Knie ein bisschen auseinander, du merkst den Unterschied, wo jetzt eher der Fokus ist. Jetzt ist der Fokus eher im unteren Bereich der Wirbelsäule. Ja? Vorhin hat es eher da oben gedrückt und jetzt ist eher durch das Becken auf- und abkippen eher im unteren Bereich. Aber alles hängt natürlich zusammen. Wiederum schieb die Schultern weit nach hinten, die Ellenbogen weit nach hinten. Genau. Noch zweimal auf und ab. Setz dich dann in den
also es bleibt sitzen, aber mit aufrechter Wirbelsäule und bring deine Fingerkuppen aneinander, die Hände wie so ein Dächle. Und dann kreis mal mit deinen Fingern. Es geht also weniger darum, hier zu kreisen mit den Armen, sondern wirklich lass die Finger sich bewegen. Vorwärts kreisende Bewegung, die gibt einen Impuls ans Gehirn, aber auch an die Wirbelsäule, auch, wenn du dir das vielleicht jetzt gerade vorstellen kannst. Lass die Bewegung langsam auslaufen und löse deine Haltung auf in den Vierfüßlerstand. Wenn du mal was trinken magst, mach das ruhig, bevor wir da reingehen. Saskia, alles okay bei dir? Prima. Du hast das Licht im Hintergrund, ich sehe dein Gesicht nicht. Weißt du, ich das Licht finde? Du bist quasi von hinten bestrahlt. Okay. Du gehst in den Vierfüßlerstand. Auf die Hände, auf die Knie. Knie hüftbreit oder ein bisschen breiter. Schau, was du brauchst. Und du bringst aber deine Hände jetzt nach innen gedreht, sodass die Finger sich anschauen. Wobei du gleich testen musst, ob das für dich in Ordnung ist. So, du platzierst die Hände sogar ein bisschen weiter auseinander. Und die Knie noch ein bisschen weiter auseinander, habe ich gerade den Impuls. Einatmen, gehst du in das aufrechte Gerade und ausatmen, geh vornüber mit der Nase oder der Stirn Richtung Erde. Einatmen, hoch. Ausatmen, runter. Und spür mal in deine Schulterblätter, wenn du wirklich so richtig da reingehst, ja? Merkst du da was, Alana? Wie das? Genau, das ist eine wunderbare Übung für den Brustkorbbereich. Genau. Letzten zweimal. Und dann bleib in der Position, bring aber deine Hände in zwei Fäuste und mach die Fäuste übereinander und leg mal deine Stirn, deinen Kopf auf die beiden Fäuste. Und dann beginnst du mit deinem Becken zu kreisen. Schau, wie weit du kreisen kannst. Auf und ab geht der Rücken, der untere Rücken. Jetzt vor allen Dingen, die Kreise sind jetzt nicht so riesig, wie wenn du im Vierfüßler bist. Thank you.
Noch eine Runde in diese Richtung. Und dann praktiziere das Gleiche in die Gegenrichtung. Kreis die letzten drei Runden. Und dann komm langsam nach oben. In den Fersensitz. Leg dir ruhig das Kissen zwischen die Füße. Mach die Füße auseinander und leg das Kissen dazwischen. Und dann nimmst du deine Hände verschränkt in Venusschloss. Aber hinter deinen Rücken. Das geht mit dem Rücken nicht. Und du rollst deine Schultern erstmal nach hinten, sodass der Brustkorb sich schon mal öffnet. Und dann machst du eine Bewegung ganz leicht nach links und nach rechts und versuchst, die Arme weggestreckt zu halten von deinem Rücken. Wenn das nicht geht, dann sind die Hände einfach anliegend am unteren Rücken. Schau mal, was möglich ist. Nimm deinen Kopf mit. Und kombinierst du dann mit Atmung, einatmen nach links, drehen, ausatmen nach rechts. Noch zweimal nach links und rechts, sitz ruhig, genau, wechseln. Und dann lass los und leg die Hände ganz locker auf deine Oberschenkel. Handinnenflächen, schau nach oben. Roll die Zunge und atme Sitali Pranayama, wieder den kühlenden Atem. Atme ein letztes Mal so ein und aus. Trink dann erst einen Schluck und dann geh mal in den Kniestand. Und zwar machen wir eine Bewegung. Kissen schiebe auf die Seite, dass du Platz hast, die Füße je nachdem ein bisschen näher zusammen jetzt.
Und zwar bringst du deine Hände verschränkt in Venusschloss, die Daumen gehen übereinander, der linke Daumen ist drüber und die Zeigefinger strecken. Du bringst die Arme so in so eine Schräglage, als würdest du so Richtung Himmel beamen, sage ich jetzt mal. Und du schiebst so leicht deinen Unterleib nach vorne, dass du eine Dehnung hast. Ja? Das ist die Einatmung. Und ausatmen, setzt du dich imaginär auf einen Stuhl, du setzt dich nicht ab. Kurz halte, dann wieder einatmen, hochgehen, Unterleib nach vorne, schiebe leicht. Ausatmen, geh runter und du gehst quasi so weit, wie du kannst, runter, ohne dass du hinsitzt und dann wieder hoch. Merkt ihr es? In der Oberschenkel ein bisschen. Okay? Ausatmen, geh runter. Einatmen, geh hoch. Je nachdem, korrigier die Haltung deiner oder die Position deiner Knie, schau einfach, was geht. Und du wählst, wie weit du runter gehst. So, und wenn du es hinkriegst, noch erweiternd, dann zieh, wenn du hochgehst, ganz sanft, Anus- und Geschlechtsorgane, Muskulatur, hilf dich damit wieder hoch. Mach langsam, lieber vergiss die Atmung, als dass du schnell machst. Letzten zweimal. Bleib deinem Kniestand stehen. Leg deine Hände verschränkt in Venusschloss an deinen Nacken und zieh deine Ellenbogen nach außen, sodass du eine maximale Dehnung an deinen Achseln spürst, an deinem Brustkorb spürst. Und du machst jetzt eine Bewegung, einatmen, so weit wie möglich nach hinten. Und ausatmen, geh ein Stück nach vorne, lass also quasi locker. Einatmen, nach hinten schiebe, Schulterblätter gehen zusammen. Ausatmen, wieder ein bisschen locker lassen. Und mit jedem Wiederholen geh mehr ins Maximum. Weit nach hinten, übe Druck aus, als hättest du zwischen den Schulterblättern eine riesige Walnuss und die musst du knacken. Ah, da strömt sich alles bei mir dagegen. Ah ja, klar. Ja, das ist wie verbappt. Du bist ganz verbappt. Das verklemmt sich dann quasi wie, oder? Mhm. Noch zwei Wiederholungen. Und lass los. Löse die Haltung. Locker dich. Locker die Schultern ein bisschen. Locker alles. Sitz entweder im Fersensitz oder in der einfachen Haltung, was du jetzt eher magst. Und nimm deine Finger eingerollt, die Daumen spreize ab und dann massiere quasi hier die Wangenknochen entlang, ja, so da unten drunter quasi. Es kann auch sein, dass es ein bisschen unangenehm ist. Und du machst so ein bisschen Druck und gleichzeitig ein bisschen kreisen, fährst die Wangenknochen entlang und wieder zurück, vor und zurück. Und es kann sein, dass es ein bisschen so an manche Stelle so ein bisschen so, ah, der Magenmeridian läuft hier mittendurch, ja, hier durchs Gesicht. Und da geht es um Lösen von Spannung. Spannung, die durchs Kopfkino kommt. So, wenn man so am inneren Dialoge führe und rumle und was weiß ich, sich der Film mache.
ein letztes Mal vor und zurück. Das spiegelt sich physisch im Körper eben ab. Und dann lass los und dann nimmst du deine Hände flach und mit dem unteren Bereich der Handinnenflächen massierst du jetzt hier das Kaugelenk an den Öhrchen, also vor den Öhrchen, genau. Reißen aber mega schön lustig aus, gell? Und du versuchst den Kiefer, den Mund ganz locker zu lassen. Ja? Und solange wir solche Übungen nicht machen, wissen wir gar nicht, dass da Spannung ist. Ja? Beziehungsweise wie gut es nachher und locker das wieder ist. Und lass los, nimm deine die drei Finger hier und kreise und drücke diesen starken Strang, der da so ist, links und rechts, ja, von deinen Nackenmuskeln da. Jetzt bohr so ein bisschen rein und geh nach unten Richtung Schultern und dann, genau, und dann gehst hoch Richtung Kopf. Drück da richtig rein, während du kreisend bewegst. Und du fährst ein paar Mal auf und ab. Ein letztes Mal auf und ab. Geh bis zu den Schultern jetzt. Kreise da noch ein bisschen an den Punkten, wo du das Gefühl hast, da ist ganz hart. Und dann löse wieder. Und dann nimmst du die komplette Handinnenfläche, setzt die Hände an die Ohren und dann massierst du quasi kreisend die kompletten Ohren. Aber dann den Unterkiefer ganz locker lassen. Kreisen, kreisen, kreisen. Sind jetzt lauter Übungen aus dem dieswöchigen Yoga-Set. Sag gleich was dazu. Und stopp, nimm deine Hände flach und klopf deinen Brustkorb, deine Brustkorbmitte, aber auch so ein bisschen hoch. Diese Übungen, das Massieren und das Klopfen gleich, auch noch an einer weiteren Stelle gleich. Das sind lauter Übungen aus einem Yoga-Set, das übersetzt heißt, löse deine Blockaden, die durch Stress entstanden sind. Ja, und Stress, eben nicht, weil man jetzt was weiß ich, wie viel gearbeitet hat, das verbindet man ja meistens mit Stress, sondern Stress kann eben auch machen, was du innerlich so an Filmen drehst, was dich emotional gerade bewegt. Ja, das kann zu Stress führen. Ja, letzten paar Sekunden klopfe in der Kräftigkeit, die für dich in Ordnung ist. Und lass los. Dann klopf abwechselnd, flachen Fingers auf oder Hände auf deine Stirn. Ja, das ist die Aktivierung vom Frontalgehirn, Frontallappen. Das ist der Bereich, aus dem heraus du direkt im Aktuellen agierst, reagierst. Wahrnimmst, schaust. Und stopp, spür mal kurz nach.
sich alles anfühlt. Einatmen, zieh jetzt wieder die kleine Schleuse in dich hinein. Ausatmen, löse. Und noch zweimal wiederhole. Und lass los. Und dann löst die Haltung. Wir machen noch eine Übung gleich in der Rückenlage, bevor du zum Schläfle gehst. Wenn du also jetzt auf die Toilette musst, dann geh jetzt, weil dann kannst du nämlich gleich liegen bleiben und musst nicht mehr hochspringen. Okay? So, du legst dich in die Rückenlage. Wir machen Beckenheben. Dafür liegst du ab und stellst die Füße auf. Und zwar so nah wie möglich an die Fersen, an den Po hin. Und dann beginnst du, die Hände liegen ganz flach mit den Handinnenflächen nach unten zur Erde, beginnst du deinen Unterleib nach oben zu schieben, einfach so weit wie du kannst. Leg den Fokus wieder auf die Leistengegend und ausatmen. Gehst du langsam wieder zurück, bis dein Gesäß wieder ganz aufliegt. Die Füße sind hüftbreit dabei. Ja? Schau mal, ob das sich für dich in Ordnung anfühlt. Und wenn nicht, gibst du mir Bescheid, dann sage ich dir eine andere Übung. Kissen weg unterm Kopf, sonst hast du zu viel Druck auf der Nackenwirbelsäule. Wiederhol die letzten zweimal. Alles okay? Kannst du dich bereit machen fürs Schläfle, wenn du willst. Und dann lass dich abgleiten. Nach unten. Braucht jemand von euch wieder einen Wurm oder irgendwas? Exactly.
tiefen Atemzug. Ein und aus. Und dann langsam beginnst du wieder dich aufzuwecken. Beweg deine Finger, deine Zehen. Lass deine Hand- und Fußgelenke kreisen. Und beginn dann mehr und mehr dich zu räkeln, zu strecken, zu dehnen. Langsam mit dem wieder wach werden. Und wenn du oben bist, dann trink wieder erst noch was und setz dich dann in die einfache Haltung. Für die Meditation. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, das so das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kopfkino, ja, mit dem Filmledreher zu tun hat, aber was auch repräsentiert, was das Ziel unserer Meditation gleich sein wird. Der Geist gleicht einem Fernseher mit tausenden von Programmen. Ich wähle eine Welt, die ruhig und still ist, um meine Freude immer wieder zu erfrischen. Schalten wir das Programm Ärger ein, dann sind wir Ärger. Dann denken wir Ärger. Dann fühlen wir Ärger. Wählen wir Friede und Freude, sind wir Friede und Freude. Wir sind das, was wir zu sein wählen. Ja, und wir machen eine Meditation, die... Das nennt man Magic Mantra. Das Mantra heißt Ek Onkar Satguprasad, Satguprasad Ek Onkar. Ja, das ist also quasi gedoppelt, also ein Spiegel verkehrt. Ek Onkar Satguprasad und dann geht es wieder rückwärts. Also Ek Onkar Satguprasad, Satguprasad Ek Onkar. Ja, und das spiegelt die Dualität, ja, was wir einfach so erleben in unserem Alltag, hell, dunkel, Ärger, glücklich sein, alles, was immer so die Gegenparts sind. Und es ist das Mantra, mit dem du auch so Gedankenschleifen unterbrechen kannst. Also wenn du so nicht mehr rauskommst, ja, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, also dass man, na, ja, hört jetzt mal auf, nee, da geht es gerade weiter, dann denkst du, machst was anderes und plötzlich merkst du, schau, denk jetzt schon wieder daran. Ja, und wenn du da noch dran denken kannst, sowas einzusetzen, dann hilft dir das fünfmal, dieses Ek Onkar Satguprasad, hol dich aus der Schleife raus. Ja, und das Mantra ist ein Mantra, das repräsentiert die Fülle. Und die Fülle, die lässt du in deine Hände fließen. Und zwar bringst du deine Hände in zwei Schalen und die Außenkanten sind ganz nah beieinander, auch die Finger. Also es soll wenig, bei mir ist noch, wenn ich so jetzt ganz locker das noch zusammenhalte, dann ist das schon ein kleiner Schlitz. Es soll kein Schlitz sein, kein Loch sein, sondern presse ein bisschen die Außenkanten auch der kleinen Finger aneinander. Die Daumen so ein bisschen weg, genau, und das Ganze vor dir
in Höhe deiner Brustkorbmitte. Du schließt deine Augen komplett, aber du schaust quasi in deine Handschalen hinein. Ohne dass du den Kopf runter machst, der Kopf bleibt relativ aufrecht. Aber du rollst die Augen nach unten und schaust hinein und schaust zu, wie die Fülle kommt, die Fülle, die für alle da ist. Und ja, nicht aus dem Mangel, aus der Angst heraus, sondern aus der Fülle heraus zu agieren, genau, reagieren, wäre die Reaktion auf etwas, agieren heißt, dass du die Schöpferin bist. Okay? Ekonka Satguprasad, Satguprasad, Ekonka. Satguru Prasad Ekankar Ekankar Satguru Prasad 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 Sing für dein Baby im Bauch. Und wenn du nicht singen magst, dann darfst du das natürlich denken, das Mantra. Mach das, was für dich passt. Satguru Prasad Ekankar Ekankar Satguru Prasad 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 Satguru Prasad Ekankar Ekankar Satguru Prasad
Sadhguru Prasad Ekankar. Ekankar Sadhguru Prasad. Ekankar Prasad Ekankar. Ekankar Sadhguru Prasad. Sadhguru Prasad Ekankar. Ekankar Sadhguru Prasad. Sadhguru Prasad Ekankar. Ekankar Sadhguru Prasad. Sadhguru Prasad Ekankar. Nimm deine gefüllten Hände und platziere sie jetzt Richtung deinem Herzchakra, deiner Brustkorbmitte, und leg die Hände flach übereinander auf deine Brustkorbmitte und stell dir vor, dass all die Fülle in dich hineinströmt, in dein Herz, hin zu deinem Baby. Und auch überall in deinen Körper strömt, durch deinen Körper hindurch fließt, dich erfüllt und auch dein Feld um dich herum erfüllt. Leg dann deine Hände ganz bewusst auf deinen Babybauch und lass auch in deinen Bauch ganz bewusst strömen, alles, was es braucht. Alles, was dein Baby braucht, darf hineinströmen. Atme einen tiefen Atemzug für dein Baby ein und aus. Atme tief ein für dich. Und dann löse sanft deine Hände und reib sie kräftig aneinander. Verziehe sie für die Ausstimmung nochmal an deiner Brustkorbmitte. Stimmen aus mit dreimal Satnam, atme tief ein zu Beginn. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Ganz tief ein, bedank dich bei dir. Atme aus. Genau, verneig dich und bedank dich bei dir, bei deinem Baby.